Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg zum Canyon. Ist natürlich kein richtiger Canyon, ist ein alter Steinbruch. Oder beziehungsweise ist der sogar noch in Betrieb. Und es sieht aber aus, optisch gesehen sieht das aus wie ein richtiger Canyon. Und da will ich jetzt hin. Ich war das letzte Mal schon mal dort auf meiner Geocaching-Tour. Und das war natürlich der Geocache, den ich nicht gefunden habe. Und den werde ich mir heute auf jeden Fall holen, wenn ich da eine halbe Stunde absuchen muss. Ich komme gerade von ganz da hinten, von der Salzburg. Da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Und da hatte ich im Video, glaube ich, sogar gesagt, das war die Steinburg. Da habe ich mich versprochen, das ist die Salzburg. Ja, jetzt habe ich noch so ungefähr 1,5 Kilometer von mir, dann bin ich schon da. Und dann zeige ich euch das mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hier geht's los mit dem ersten Steinbruch. Wahnsinn, was die alles aus der Erde rausholen. Nicht schlecht. Weiter geht's. Da hinten irgendwo ist der Steinbruch, zu dem wir wollen. Also gleich da. Na, ihr drei. Wollt nicht gestreichelt werden. Ist aber gut so. Viel zu viel Respekt vor euch. Ah, ich hab's nicht so mit Pferden. Das ist nicht meins. Absolut nicht. Wir sind da. Ich hab's geschafft. Hier ist extra eine Aussichtsplattform für den Canyon. Ah, guckt euch an. Ja, da haben sie bestimmt ein paar Jahrzehnte gegraben, denke ich mir mal. Das geht ja bis nach da hinten, geht das weiter. So, aber jetzt suche ich erstmal den Geocache. Der muss hier irgendwo sein. Ich gucke jetzt noch mal auf den Hinweis. Seltzer Grand Canyon. Seit wann liegt der hier? Seit 2014 sogar schon. Seit 10 Jahren. Hinweis. Magnetisch. Dose bitte wieder wie vorgefunden platzieren. Magnetisch, ja toll. Na gut. Das letzte Mal hatte ich hier, glaube ich, bestimmt 20 Minuten gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Ich will hoffen, dass ich heute mehr Glück habe. Aber das letzte Mal war ich auch ziemlich fertig. Und da hatte ich, glaube ich, schon 15 oder 20 Kilometer hinter mir. Und da wollte ich ehrlich gesagt nur noch nach Hause. So, okay. Ach Quatsch. Hier ist er. Ey, das gibt's doch nicht. Das letzte Mal habe ich mich hier tot gesucht. Ach, nee, ey. Das hat jetzt keine Minute gedauert. Ach ja. Na gut. Oktober, 3:45. So, 14:45.
Gut. Hey, warum habe ich den denn das letzte Mal nicht gefunden? Ich habe hier alles abgesucht. Scheiße. Jetzt ist mir mein Stift hier reingefallen. Da liegt er. Kriege ich den da jetzt raus? Ich könnte hier drüber klettern. Und jetzt hier drauf und dann da unten drunter rein, dann ging es. Aber es geht halt auch ganz schön nach unten. Oh, da kommt jemand. Nee, wenn die mich jetzt sehen hier, wie ich da drüber kletter, das ist nicht gut. Außerdem ist es zu gefährlich, nicht wegen dem Scheißstift. Ich glaube, ich werde von der Seite hier reingehen. Ach Mensch. Wie klein der LKW ist. Im Gegensatz zu dem Steinbruch hier. Ist wie so ein kleines Spielzeugauto. Ich versuche da jetzt irgendwie dran zu kommen. Ja, ich weiß, ist nur ein Stift. Aber ich will ihn wieder haben. Ah, da ist er doch schon. Opa, ich hab einen. Ah, war doch gar nicht so schwer. So, Freunde, das war's. Also ich fand's Wahnsinn. Ich habe gerade eben noch ein älteres Ehepärchen getroffen. Die haben gemeint, dass das jetzt gerade wieder verfüllt wird. Also diesen ganzen Canyon, sage ich mal, den ihr gesehen habt, der wird jetzt Stück für Stück wieder verfüllt, bis oben wieder eine planierte Fläche ist. Wahnsinn. Da haben sie aber noch ein paar Jährchen zu tun, bin ich mir sicher. Na gut, so, mache ich mich auf den Rückweg. Auf geht's. Achtung, tiefliegende Flugzeuge, Lebensgefahr. Na, da bin ich doch dabei. Na, nur Spaß. In der Einflugschneise nicht stehen bleiben. Bei Annäherung eines Flugzeuges hier bitte warten, okay? Na, da wird heute nicht viel kommen. Hier ist so ein Segelflugplatz. Werde ich jetzt auch noch mal gucken. Aber bei dem Wetter. Außerdem jetzt Ende Oktober, ich denke mal, die werden den Flugbetrieb eingestellt haben. Da wird nicht mehr viel kommen. Naja. Gucken wir nochmal, was auf dem Flugplatz so los ist. Oh, schaut's euch an. Wie gerne würde ich jetzt fliegen. Das erinnert mich immer an meinen Fallschirmsprung. Vor 8 oder 9 Jahren habe ich einen Fallschirmsprung gemacht. Das war das Geilste in meinem ganzen Leben. Da kommt nichts anderes mit. Ich sag's euch. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht's. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das ist der Wahnsinn. So ein Fallschirmsprung, da kann dein Leben sonst wie scheiße sein. Du springst da runter, alles weg. Selbst Tage danach ist man, ich weiß nicht, wie ein anderer Mensch. Das ist, man kann es nicht beschreiben. Ich war damals in Eisenach in der Fallschirmschule Dadelius und die mussten dann leider zumachen. Ich glaube letztes Jahr, da ist vor 2 Jahren mal ein schlimmer Unfall passiert und davon haben sie sich leider nie wieder erholt und haben dann letztes Jahr irgendwann geschlossen. Leider. Naja, so ist das manchmal im Leben. Aber wie gesagt, ihr müsst unbedingt Fallschirmspringen gehen.
Ihr werdet es nicht bereuen. Gebe ich euch Brief und Siegel. Ich habe gerade absolut keine Lust zurückzugehen. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch 5 Stunden wandern. Oder so eine Nachtwanderung, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Das werde ich die Tage auch mal machen. Morgen ist hier Feiertag. Da werde ich auf jeden Fall ins Camp gehen, ein bisschen bauen. Oder ich mache eine Geocaching-Tour. Da sind noch 40, 50 Stücke offen. Da wäre ich auch gut unterwegs. Das sind auch noch mal 20 oder 30 Kilometer. Muss ich dann noch mal gucken auf meine App. Oh, ich habe gerade echt keine Lust. Mal gucken, vielleicht gehe ich noch einen großen Umweg. Oder noch mal in eine Stadt was Kleines essen. Eine Kleinigkeit geht immer. Na ja, mal gucken. Ich lasse mich überraschen von mir selber. Da oben die Burg habe ich jetzt auch schon 5-mal gesehen. Flasht mich jetzt auch nicht mehr so. Ach, mal gucken. Wird schon irgendwas einfallen. Ja, Leute, irgendwie irre ich hier immer noch total planlos rum. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich jetzt zurückgehe, was esse und dann mache ich mir einen gemütlichen Abend. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, das kleine Video. Wir sehen uns dann garantiert morgen wieder. Habe ich auch wieder einiges vor. Morgen ist hier Feiertag in Bayern. Also werde ich morgen wahrscheinlich von früh bis abends nur unterwegs sein. Werde ich bestimmt auch ein schönes Video machen. Na gut, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.